So, und wie sieht das jetzt bei uns aus? Mit dem Bräutigam und mit dem Fasten? Können wir sagen, dass uns der Bräutigam genommen ist? Und deshalb fasten wir? Oder ist der Bräutigam seiner Kirche nicht immer bei seiner Kirche? Aber dann ist unser Fasten unsinnig. Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Aber wir finden eine Antwort in der Gemeinschaft der Kirche. Denn die frühen Christen schon und die monastische Tradition der ersten Mönche und Klöster greift das auf, kennt keine christliche Existenz ohne das Fasten. Im Gegenteil. Noch in der Benediktregel, Kapitel 49, steht es, das ist ja sozusagen ein relativ spätes Zeugnis. Wir befinden uns da schon fast im 6. Jahrhundert. Da haben all schon die monastischen Versuche schon Jahrhunderte hinter sich. Viele geistliche Erfahrungen, die darin steckt, bevor dann diese Regel sozusagen zum Grundstock bis heute des geistlichen Lebens geworden ist. Dort heißt es, eigentlich soll ja das ganze Leben des Mönchs eine einzige Quadragesima sein, also ein einziges Fasten sein. Also diese Frage ist beantwortet. Und was bedeutet das? Als erstes bedeutet das, dass es kein christliches Leben ohne Verzicht gibt. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht etwas gönnt, aber damit sind wir heute sehr schnell. Nachdem es mit Sicherheit einen Rigorismus in solchen Fragen gegeben hat, sind wir heute so weit, dass wir etwa in Deutschland, dass andere Bischofskonferenzen regeln das anders, de facto keine Fastenregeln mehr haben. Einige europäische Bischofskonferenzen haben das in letzter Zeit geändert. Aber worin besteht das Fasten? Der Prophet Jesaja macht es deutlich, das geht nicht nur um äußere Übungen. Auch hier gibt Benedikt wieder eine klare Anweisung und sie ist sehr hilfreich. Das Fasten soll in geistlicher Freude erfolgen. Also alles, was wir uns an Verzicht auferlegen, sollen wir uns in geistlicher Freude auferlegen. Und damit meint er nicht die Freude an der Askese oder an Bußübungen, als wäre das sozusagen eine masochistische Veranstaltung. Nein, das Fasten hat ein Ziel und es wurzelt hier im Evangelium. Das Fasten hat zum Ziel das heilige Pascha, das aber nicht nur das jährliche Osterfest ist. Dann können wir uns ja zurücklehnen und sagen, na gut, jetzt sind wir schon von den 40 Tagen schon zwei rum, also vielleicht schaffen wir das ja einigermaßen. Mit Hängen und Würgen kommen wir da schon irgendwie hin. Und dann geht es eh wieder richtig rund. Das ganze Leben soll für den Christen, ich erweitere das, eine Art Quadragesima sein. Weil er auf das eigentliche Pascha hinlebt und das ist eine Begegnung. Das ist die Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die uns bevorsteht. Wenn wir vor seinen Thron gerufen werden, wenn wir Rechenschaft ablegen sollen. Daraufhin, auf diesen Tag, auf diesen Moment, sollen wir uns in geistlicher Freude vorbereiten. Und alles, was wir uns an Verzicht auferlegen, auch in diesen Tagen besonders, muss seinen Platz haben in dieser großen Spur. Es werden Tage kommen, da ist ihnen der Bräutigam genommen. Vielleicht ist es diese geistliche Erfahrung der frühen Mönche, dass sie sagen, natürlich können wir nicht einfach sagen, wir sind vollkommen ohne Bräutigam. Wo käme sonst die geistliche Freude her, in der wir uns den Verzicht auferlegen? Wir kennen den Bräutigam. Wir wissen, wer er ist. Und wir wissen, dass er uns entgegenkommt. Dass er uns erbarmend entgegenkommt. Liebend entgegenkommt. Wenn man so will, können wir noch einmal den Fluchtpunkt des Kreuzes nehmen, von dem uns Christus empfängt mit ausgebreiteten, mit ausgespannten Armen, um alle zu sammeln, um uns im Empfang zu nehmen. Das ist der Bräutigam, auf den wir hinleben. Das ist der Grund geistlicher Freude, auch beim Verzicht. Alles, was es an Entsagung gibt, an, wenn man so will, diesen alten Begriff, was wir uns an Opfern auferlegen, ist kein Selbstzweck, sondern muss sich hinordnen auf diese Spur.
Das ist dann ein Fasten, wie es dem Herrn gefällt.